Servus Leute, heute werden wir ein bisschen anders trainieren. Wir werden eine Yoga-Einheit machen. Viele Athleten haben mittlerweile Yoga fest in ihre Trainingsprogramme integriert, denn man kann nicht nur die ganze Zeit Kraft, Ausdauer oder Skills-Training machen. Irgendwann braucht man auch die nötige Zeit für Regeneration, Entspannung und Flexibilität. Unsere Nationaltorhüterin Jenny Haas ist nicht nur ein Top-Goalie, sondern auch zertifizierte Yoga-Lehrerin. Die wird die Einheit heute leiten. Ich mache mit und ich hoffe, ihr auch. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny Haas und ich werde heute mit euch eine Yoga-Einheit machen. Was ihr dafür braucht? Eine Yogamatte oder einfach eine Sportmatte oder ein Teppichboden tut's auch. Ansonsten einfach bequeme Kleidung. Als Hilfsmittel einen Yoga-Block. Wenn ihr sowas nicht habt, kein Problem. Vielleicht habt ihr ja eine Blackroll oder einfach ein dickes Buch. Die Einheit wird circa 15 Minuten dauern, ist bewusst eher kurz gewählt, einfach damit ihr das mal schnell zwischendurch machen könnt und idealerweise einfach 2 bis 3 Mal die Woche, ist besser wie 60 Minuten alle 2 Wochen. Bei mir persönlich gehört Yoga schon lang zu meinem Training dazu, sowohl während der Saison als auch in der Off-Season. Ich muss natürlich auch ganz klar sagen, es soll keine Krafteinheit oder Ausdauereinheit ersetzen, sondern es ist einfach eine schöne Ergänzung. Klar, zum einen natürlich für die Beweglichkeit, aber zum anderen einfach auch, um richtige Atemtechnik zu lernen oder auch einfach Verletzungen vorzubeugen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir am besten gleich an. Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Knie mattenbreit auseinander, das Gesäß so gut es geht auf den Fersen absetzen. Hände nach vorne ausstrecken und die Stirn am Boden ablegen. Wir beginnen mit 3 tiefen Atemzügen. Durch die Nase einatmen, die Lungen komplett füllen und durch den geöffneten Mund ausatmen. Noch 2 Mal so. Die Hände langsam nach links laufen. Können auch ruhig von der Matte runterkommen, um so eine schöne rechte Flankendehnung zu spüren. Das Gewicht der Hände in den Boden abgeben. Langsam zurück zur Mitte laufen und auf die andere Seite wandern. Kommt zurück zur Mitte und es geht weiter im Vierfüßlerstand, dem Katze-Kuh-Flow. Die Knie hüftbreit auseinander und die Hände schulterbreit aufstellen. Mit der Einatmung den Blick heben und in ein geführtes Hohlkreuz kommen. Mit der Ausatmung einrollen, Rücken rund machen. Einatmen, den Blick heben, ausatmen, Rücken rund, Bauchnabel ranziehen. Macht das jetzt ein paar Mal in eurem eigenen Atemtempo, um so eure Wirbelsäule aufzuwärmen. Einatmen, Blick heben und mit der Ausatmung Rücken rund, Kopf schwer hängen lassen. Wir treffen uns dann wieder im neutralen Vierfüßlerstand, Rücken gerade. Mit der Einatmung heb deinen linken Arm nach oben und mit der Ausatmung fädle deinen Arm nach unten durch. Noch 2 Mal so. Einatmen, Blick heben und öffnen. Ausatmen, nach unten durchfädeln und ablegen. Bring deine linke Schläfe zum Boden und spüre eine schöne Dehnung in deiner linken Schulter. Noch einmal weit öffnen und dann linke Hand wieder am Boden abstellen. Andere Seite. Auch auf dieser Seite machen wir wieder 3 Wiederholungen. Versuch, dass deine Hüfte möglichst neutral und gerade bleibt und nicht nach vorne oder hinten zieht, sodass die Rotation in erster Linie aus der Brustwirbelsäule kommt.
Rechten Arm nochmal heben, weit öffnen und dann zurück in den Vierfüßlerstand. Bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Ausrichtung Knie über dem Sprunggelenk. Wenn du möchtest, dann kannst du deine Knie polstern mit einer Decke oder einem Handtuch. Hände auf die Hüfte oder auch gern über die Seite nach oben bringen für eine zusätzliche Schulterdehnung. Zieh deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule ran, um zu vermeiden, dass du in ein Hohlkreuz kommst. Und vergiss nicht zu atmen. Hände zurück zum Boden und Seitenwechsel. Rechter Fuß nach vorne und auch hier wieder schauen, dass das Knie über dem Sprunggelenk ist. Bring die Hände zur Hüfte und tendenziell schiebt deine linke Hüfte eher nach vorne und deine rechte zieht eher zurück. Hände zurück zum Boden bringen und dann mit deinem anderen Fuß nach vorne schreiten. Füße hüftbreit aufstellen, komm in eine Vorwärtsbeuge. Wenn deine Hände nicht zum Boden kommen, dann kannst du auch gern deinen Yoga-Klotz oder deine Black Roll nehmen. Und deine Knie können auch gebeugt sein. Du kannst auch gerne deine Hände verschränken und einfach so von links nach rechts ein bisschen schaukeln. Deinen Kopf schwer hängen lassen. Ja, nein nicken oder einfach ganz still in der Vorwärtsbeuge deine Dehnung in den Oberschenkelrückseiten, in den Hamstrings spüren. Bring die Füße mattenbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen nach außen und dann langsam in deinen Yogi-Squat absetzen. Handflächen vor dem Herz zusammenbringen und mit den Ellenbogen in die Knie drücken, um die Dehnung zu intensivieren. Wenn sich das unangenehm für euch anfühlt, könnt ihr euch auch gerne auf einen Block oder eure Black Roll setzen. Rücken gerade halten und versuchen, möglichst aufrecht zu sein. Hände nun hinter euch aufstellen und langsam zum Sitzen kommen. Linkes Bein nach vorne ausstrecken und rechte Fußsohle an die Beininnenseite. Beug dich lang nach vorne und greif entweder dein Oberschenkel, dein Schienbein oder vielleicht sogar dein Fuß. Versuch, dass dein Rücken möglichst gerade ist, also lieber weiter oder näher zum Körper greifen, als wie einen runden Rücken zu haben. Achte auch hier wieder auf deine Atmung und versuch mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr loszulassen und ein bisschen tiefer in die Beindehnung zu kommen. Schüttel deine Beine aus und wir wechseln die Seite. Es kann durchaus sein, dass eine Seite beweglicher ist, aber mit regelmäßigem Üben kann man solche Disbalancen eben ausgleichen und ist ja ganz normal, dass man immer eine Schokoladenseite hat. Löse langsam wieder auf
und dann komm in Rückenlage auf deiner Matte. Bring dein rechtes Sprunggelenk auf deinen linken Oberschenkel und zieh den Oberschenkel zu dir ran. Bei dieser Übung solltet ihr eine Dehnung in eurem Hintern spüren. Versucht, das rechte Knie ein bisschen weiter nach vorne zu drücken und den Oberschenkel eher zu euch heranzuziehen. Ihr habt die Option, den Oberschenkel zu greifen oder wer möchte, kann auch gerne das Schienbein greifen für eine bisschen intensivere Dehnung. Dann langsam wieder auflösen und die Seiten wechseln. Linkes Sprunggelenk auf den rechten Oberschenkel bringen und den Oberschenkel zu euch ranziehen. Versucht, eure Schultern entspannt am Boden abzulegen und auch der Kopf liegt schwer in der Matte. Langsam auflösen und eure Beine nach vorne ausstrecken. Für die abschließende Drehung das linke Knie zu euch heranziehen und auf die rechte Seite bringen. Streckt euren linken Arm zur linken Seite aus, die Schulter soll am Boden bleiben und der Blick geht entweder zur Decke oder vielleicht sogar zur linken Seite. Anschließend auflösen und die Seiten wechseln. Rechtes Knie zu euch ranziehen und zur linken Seite bringen. Auch hier versucht wieder, eure rechte Schulter am Boden zu lassen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr euer Knie nicht zum Boden bringt. Und versucht mit jeder Ausatmung ein bisschen tiefer in die Drehung zu kommen. Langsam wieder zurück zur Mitte. Und jetzt kommt der schönste Teil vom Yoga, die Endentspannung. Strecke deine Beine mattenbreit aus, lass die Füße nach außen fallen. Streck deine Arme neben deinem Körper aus, die Handflächen zeigen nach oben. Einfach so, wie du ganz entspannt liegen kannst. Es soll für dich bequem sein. Schließ deine Augen und entspann deinen ganzen Körper. Lass deinen Körper schwer werden und einfach ganz tief in den Boden sinken. Dann fang langsam an, deine Handgelenke zu kreisen und deine Fußgelenke. Einfach ein bisschen Bewegung zurück in den Körper bringen. Roll dich auf eine Seite und komm langsam ins Sitzen. So, ich hoffe, dass ihr euch jetzt etwas entspannter fühlt und beweglicher. Ich weiß, ich bin einer, der immer ein bisschen hyper ist und noch dazu steif wie ein Brett. Ich brauche sowas dringend. Ich hätte es viel früher während meiner Karriere praktizieren müssen. Seit ich das Video von Jenny habe, mache ich eine Viertelstunde Yoga jeden Tag und fühle mich dabei richtig top. Vielen Dank an Jenny Haas, dass sie sich Zeit genommen hat für das Video. Wer ein Instagram-Konto hat, folgt sie, @JennyHaas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Max aus Hockey School.